Hallo und willkommen zurück. Es geht weiter mit Enderal und dieser Ruine, wo wir jetzt die Maschine suchen. Werkstatt. Ich schätze, wir haben unsere Maschine. Aber intakt ist sie Oh, wohl nicht mehr. Entschuldigung. Spürst du irgendwas, Saira? Mit deiner Gabe meine ich. Wie hast du mich gerade genannt? Und ich sehe nichts außer dir. Nichts, sehen wir uns mal genauer um. In Ordnung. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Hinweise oder Kleinteile, die wir gleich mitnehmen können. Den Rest wird der Orden dann wohl mit Lasttieren oder Myraden nach Ark schaffen müssen. Okay, Maschinenteile finden. Hier ist zu dunkel. Was für ein seltsames Metall. Es ist kein Deut gerostet über all die Jahre. Was wolltest du sagen? Jetzt wurdest du zweimal unterbrochen, das tut mir leid. Ja, das sieht schon interessant aus. Ich nehme gerade meine Fackel nochmal runter. Ein komisches Ding. Oh, das sieht sehr verdächtig aus. Kristall. Oh. Richtig. Nichts anderes verfügt über so viel unverdünnte Macht. Okay. Jetzt ist es weg. Habe ich es mitgenommen? Oder habe ich da was gesehen, was nicht wirklich da liegt? Seltsame Sachen. Ich finde es ganz nett, dass hier auf dem Wasser was wächst. So ein nettes Detail. Dass es nicht einfach so Wasser ist, sondern weil es jetzt wahrscheinlich schon sehr lange da steht, dass sich da was Pflanzen wachsen. Ja, da oben. Ich glaube, ich kann wieder meine Fackel zücken. Was ist das denn für ein Zeug? Seltsamer Dynamo. All die Energie. Sie ist nutzlos ohne den Numinos. Natürlich. Wenn du das sagst. Teil Nummer 2. Aber wo sind die anderen zwei? Kann ich das eigentlich angezeigt, wenn ich... Quest ist aber... Ne, Quest ist ausgewählt. Achso, der drei Teile. Hä? Ich dachte, es waren vier Teile. Noch eins fehlt mir. Wo könnte das denn jetzt noch sein? Hast du was gefunden? Nein? Da konnte man nichts machen. Ich hätte gedacht, dass hier vielleicht noch was liegt. Das ist vielleicht zu offensichtlich. Ich hänge hier fest. Ich wieder fest. Scheiße. Ich gehe raus. Das gibt's doch nicht. Ich kann da irgendwie nicht drum rumgehen, gescheit. Das ist sehr merkwürdig. Oh Gott, ich gehe anders rum. Was war das? Hängemoos, oder? Hängemoos, ja. Ah, da ist doch noch was.
ein altes Pergament. Es wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstanden haben. Wie eine kosmische Gewalt. Ambrosia. Stahlstadt der Feuersbrunst. Ich habe momentan Eis-Frost-Stahlschwert. Allerdings auch verbessert. Ich nehme an, das ist dann... Das andere bringt mir da nicht so viel. Den Pfeil möchte ich nicht haben. Die Glocken haben wir. Nehmen wir jetzt Andenken mit. Keine Ahnung, dann muss ich demnächst eine Truhe legen. Ist das ein Questgegenstand, weil das nicht hier aufgelistet wird? Verstehe ich jetzt nicht. Das Pergament war ja... Das Pergament war das dritte Teil. Wieso dieses Schwert jetzt nicht angezeigt wird, verstehe ich nicht. So, was müssen wir denn jetzt damit machen? Einen Weg aus dem Gewölbe finden, ja. In den Tiefen der Ruine fanden Sarkesh und ich eine Art Werkstatt, an der die Pyrrha an besagter Maschine geforscht haben. Trotz der vergangenen Jahrtausende ist die seltsame Weise kaum verfallen, auch wenn es sich augenscheinlich um einen Prototypen handelte. Wir müssen die Maschine und ihre Einzelteile nach Ark schaffen. Okay. Ausgrabung unterstützen, Erinnerung des Toten finden. Um mehr über den Zyklus und die Läuterung herauszufinden, will der Großmeister sich zwei Spuren untersuchen. Das mit Erinnerung ist die andere Spur, oder? Das heißt, ich muss jetzt nur wieder raus und nach Ark zurück. So, ich bin fertig hier. Ich glaube, ich habe alles. Hast du schon was gefunden? Ja. Die Pergamente zeigen. Ach so, die Klammern. Die Pergamente zeigen. Diese Pergamente, das könnten Konstruktionspläne oder so etwas in der Art sein. Was meinst du? Könnten sie, stimmt. Lass sie uns mitnehmen und den Arkanisten zeigen. Und dann haben wir noch den Dynamo. Das hier sieht nützlich aus, was auch immer es ist. Ja? Du hast recht. Wie ist es möglich, dass sich die Ringe drehen? Lass es uns mitnehmen. Und dann habe ich noch ein Kristall. Das hier sieht mir nach einer Art Energiespeicher aus. Was meinst du? Lass mich mal sehen. Ja, in der Tat. Scheint ein Energiespeicher zu sein. Aber er ist leer. Ich glaube, den Rest muss der Orden dann selbst bergen. Ja, vermutlich hast du recht. Hoffentlich haben wir nichts übersehen. Also zurück zu Lishari. Geh voran. Ich würde sagen, das hier bleibt hier, weil das wegzutransportieren wäre ein bisschen... Oder wollen die wirklich das auseinandernehmen mit den Myraden irgendwie nach Ark transportieren, dass wir das dann irgendwie neu zusammenbauen oder so? Das könnte natürlich auch ein Plan sein. Ich weiß nicht, wie gut das geht. Und was wohl diese Maschine macht, wir wissen es nicht. So, jetzt erzählen wir erstmal dir noch davon. Das ging ja schnell. Und? Arantial hatte recht. Da hinten ist tatsächlich eine Art Maschine, wofür auch immer sie gut sein soll. Sie ist allerdings zerfallen. War ja auch zu erwarten. Ich habe einen meiner Männer nach Ark geschickt. Arantial wird morgen einen Trupp mit einem Dutzend Leon schicken und wir werden alles Brauchbare in den Tempel schaffen. Hoffen wir mal, dass diese Maschine wirklich das ist, was wir uns von ihr versprechen. Was das angeht, wir haben dort unten auch Pergamente gefunden. Könnt ihr
Ihr könnt auch Pyrrhisch lesen, oder? Richtig? Kann ich. Zeig mal her. Hm. Interessant. Wirklich interessant. Was? Scheint, als sei diese Maschine wohl wirklich nur ein Prototyp gewesen. Die echte muss sich wohl irgendwo anders befinden. Ach so. Und hier steht auch ein Name. Die nannten diese Maschine das Leuchtfeuer. Hm. Sehr symbolträchtig. Allerdings. Na dann. Scheint, als hätten ihr und eure Vision mal wieder den Tag gerettet, Prophetin. Für mich gibt es jetzt eine Menge zu tun. Wenn ihr alles erledigt habt, schlage ich vor, ihr kehrt nach Ark zurück und erstattet Bericht. Was meinst du, Saira? Gehen wir oder willst du noch bleiben? Ja, Saira. Gehen wir. Also außer der Maschine fand ich den Ort jetzt nicht ganz so spannend, deswegen... Gut. Und das Gold habe ich auch schon eingesackt. So. Der Großmeister hat eine Konferenz im Emporium einberufen, um diese Maschine zu diskutieren, und er wollte uns sehen. Lassen wir ihn nicht länger warten. Okay. Ich folge dir unauffällig. Ich will auch was anderes anziehen. Sie hat ihre Rüstung abgelegt. Ich bin auch voll vermummt. Falsches Menü. Ich denke, jetzt mal die Kapuze wieder ablegen. Alles, was ich sage, ist, dass es effektivere Möglichkeiten gibt, dem roten Wahnsinn beizukommen. Und heidnische Konstruktionen auf dem Götterauge sind das Letzte, was das Volk in der derzeitigen Situation beruhigen wird. Vielleicht. Aber wenn diese Maschine, dieses Leuchtfeuer, wirklich eine Waffe gegen den Zyklus darstellt, dann will ich sie hier in unserer Nähe haben. Sharim, wie lange braucht ihr für die Rekonstruktion? Wer bist du denn? Das hängt ganz davon ab, wie viele pyrrhäische Forscher ihr griffbereit habt, die uns zur Hand gehen können. Denkt doch mal nach, Aranteal. Wie sollen wir euch eine Einschätzung geben, wenn wir das Ziel nicht kennen? Wir werden uns unverzüglich an die Arbeit machen und euch regelmäßig Bericht erstatten. Aber auf jeden Fall brauchen wir Stahl und pyrrhäischen Kristall. Und zwar viel davon. Dann werden wir ihn liefern lassen. An die Arbeit. Ihr habt ausgezeichnete Arbeit geleistet, Prophetin. Hier, das wird euch angemessen für eure Mühen entlohnen. Danke. Nun bleibt immer noch der Siegelstein. 250 Seid ihr bereit für diese Mission? Allzeit bereit. Was hat es mit diesem Stein auf sich und wofür brauchen wir ihn? Das ist schnell erklärt. Euch ist ja schon bekannt, dass die Pyrrheer auch von dem Zyklus wussten und gegen ihn kämpften. Der Siegelstein war eine Art Schutzmechanismus, den sie geschaffen haben. Er bewahrte seine Besitzer vor dem roten Wahnsinn. Und wie das? Durch kleine Splitter, die er absondert, wenn man ein bestimmtes Ritual auf ihn wirkt. Tragt ihr einen der Splitter bei euch, ist er wie ein Schild für euren Verstand. Es werden zwar nicht genug für alle Bewohner Arks sein, aber genug für uns vom Orden und von der Garde. Das Problem ist, dass wir das Ritual zur Aktivierung des Steines nicht vollständig kennen. Und dass die, die es tun, seit Jahrtausenden tot sind. Deshalb brauchen wir die Erinnerung eines Toten. Richtig. Dreh- und Angelpunkt von Funkenschlags Idee ist ein Ausstellungsstück im Chronikum. Die gefrorene Leiche eines pyrrhäischen Priesters, die ein Fischer vor einiger Zeit aus dem Nordwindmeer gezogen hat. Also müssen wir was? In den Verstand dieses Pyrrhäers eindringen? Ja, durch das Eis ist sein Körper unversehrt. Aber kommt einfach ins Chronikum. Erzmagister Merayil wird euch die Einzelheiten besser erklären können. Vielleicht muss ich ihn auch einfach wieder anfassen, so wie diese anderen Gegenstände, und dann höre ich seine Stimme oder sowas. So ist das eben. Die Sternsommernacht. Der Pfad, Buch 12. Das ist Enderal. Nordwindgebirge, Nordwind, Kristallwald ist da unten, dann wird's schwer zu lesen. Das ist die Prophetin. Das muss Flussheim heißen, nehme ich mal an. Die Karte ist ein bisschen schöner, als die ich im Spiel habe. Das Rote Meer, Königsbucht, Frostgebirge. Gibt's eigentlich schon ein Mod hierfür, wenn man eine schönere Karte kriegt. Leeres Pergament.
Was liegt denn hier noch rum? Ein Stück Holzkohle. Das ist die Weltkarte von Wynn. Okay, wir haben die Teile für die Maschine abgegeben und jetzt ist die zweite Aufgabe angesagt. Die Erinnerung des Toten bekommen. Damit wir uns gegen den roten Wahnsinn schützen können. Das heißt, wir haben einmal zwei Seelen Teil 2. Also das war das, was wir mit dem Jesper schon hatten, dass wir halt mit unseren Gefährten sprechen sollen. Die Geschehnisse aus Alt-Dothulgrad gehen mir nicht aus dem Kopf. Als mich Kalia vor diesen Banditen rettete, war sie wie gewandelt. Es war fast, als hätte etwas von ihr Kontrolle ergriffen. Etwas Dunkles. Etwas unabstreitbar Böses. Zwar wich sie in der Ruine meinen Fragen aus, aber vielleicht ist sie jetzt bereit, über das Geschehen zu sprechen. Und dann die Hauptquest mit dem Erzmagier Merail im Keller des Chronikums sprechen. Wegen den Erinnerungen des Toten. Okay. Vielleicht rede ich erst mit Kalia. Jetzt gehen wir erstmal hier raus. Und wir haben Nacht. Außerdem ist gerade eingefallen, ich muss zu meiner Truhe. Ich habe doch hier auch eine rumstehen. Dann lege ich nämlich mal den so einen Glockenschläger ab. Das wird mir sonst ein bisschen zu schwer, sehr bald. Ich habe 212 Stahlpfeile. Ja, Pfeile werden mir demnächst nicht ausgehen. Da habe ich aber eifrig gesammelt, ohne es wirklich zu merken. Okay, dann... Ich hatte eine Eispranke. Die habe ich vergessen zu essen. Verbrauchsgegenstände. Ich könnte auch ein bisschen Lebensregeneration gebrauchen. Okay, dann wollen wir mal gucken. Wir haben hier mehrere Quests jetzt, wo die Kalia ist. Das Chronikum müsste das sein. Schreitet wohl. Ja, okay, dann ist der Typ da drin. Und hier. Ich habe gehört, dass ihr eine Menge vom Schwertkampf versteht. Das sind die Quartiere. Und ich gehe stark davon aus, dass die Kalia hier irgendwo rumsteht. Das ist Natara Dal Veram. Die sehen wir immer beim Arantial. Ich weiß gar nicht, wer sie überhaupt ist. Was wollt ihr, Gossenkind? Was zum Henker ist eigentlich euer Problem mit mir? Haben wir ein Problem? Wieso haben wir ein Problem? Mein Problem? Ich habe kein Problem mit euch. Aber ich habe ein Problem mit dem, was ihr symbolisiert. Sagt mir doch, Prophetin, wer war der Erbauer dieses Tempels, den ihr so selbstverständlich betretet und verlasst wie ein Matrose ein Bordell? Was soll das denn heißen? Und die Lippenbewegung kommt gerade hinterher. Ich kann nichts antworten. Ich würde ja was dazu sagen, aber ich kann nicht. Ich weiß es nicht, aber... Was sagte Malphas zu Dal Sidotius, nachdem es ihm gelang, die Blutmondrevolte niederzuschlagen? Wen interessiert's? Was soll das werden, ein Verhör? Wie lautet der 100. Vers des Pfades, den die Novizen jeden Morgen rezitieren müssen? Was ist das oberste Credo eines siegelgeweihten Ordenskriegers? Wieso ist es nur dem obersten Kommandanten der Garde gestattet, den Sonnentempel zu betreten? Das ist eure Sache mit eurem Orden. Ich musste ihm beitreten, weil ich euch helfen soll, weil ich die Vision habe und weiß der Geier was noch alles, aber... Das muss ich mir spielen lassen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann ich zugeben. Richtig. Ihr wisst es nicht. Ihr wisst nichts. Weder über unseren Glauben noch über unser Land. Und nur weil ihr durch eine Fügung des Schicksals starke magische Gaben in euch tragt, meint Thealor Arantial, für euch mit allem brechen zu dürfen.
Wisst ihr, wie wenig in Dralean überhaupt das Noviziat gewährt wird? Wie hart die, die es erhalten, trainieren, beten und lernen müssen, um zur heiligen Prüfung zugelassen zu werden? Wir sind kein verfluchter Schenkenstammtisch, bei dem man einfach kommt und geht, wie es beliebt. Und nur weil Thealor wie ein Narr diesem Unfug von Propheten und Zyklen verfallen ist, meint er dafür, die Grundfesten dieses Landes einreißen zu dürfen. Ihr, Gossenkind, ihr seid der lebende Beweis für den Abwärtskurs, auf dem sich dieses Land befindet. Du bist mein Also hat sie eigentlich ein Problem mit Thealos Entscheidung und nicht mit mir, weil es ist ja, ich will der ihren Orden nicht irgendwie schlecht behandeln oder was auch immer oder nicht respektieren. Ich bin halt jetzt nur hier reingeraten. Ist ja nicht so, als hätte ich mir das ausgesucht. Ihr seid eine alte, verbitterte Schreckschraube, der es gegen den Strich geht, dass jetzt zweite Geige spielen muss. Darum geht's hier doch wirklich. Ihr sprecht nach wie vor, als haltet ihr den Zyklus für irgendeine Wahnvorstellung. Seht ihr denn nicht die Zeichen, den roten Wahnsinn? Ich sehe ein Land, das jetzt mehr denn je Frieden, Stabilität und eine führende Hand braucht. Wisst ihr, wie viele Hüter diese Fanatiker getötet haben, die Thealors Narr von einem Sohn damals in den Krieg gefolgt sind? Und jetzt laufen ihre Nachkommen, Pegast, Charim und wie sie alle heißen, auf diesem Boden, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres auf der Welt. Und jetzt verschwindet. Tut, was ihr wollt, aber verschont mich mit eurer Anwesenheit. So, dann wollen wir doch mal sehen. Tja, manche Leute mögen einen halt nicht. Das ist aber ihr Problem, nicht meins. Und von daher... Amelia, du. Mach du ruhig weiter Musik. Guten Abend. Und der Gärtner. Solche Leute sind freundlich. Gärtner. Nicht Frau. Hochwohlgeboren. Ihr seid alles andere, seid Dreck oder so. Novizen. Ich störe nicht. Ich guck nur. Okay, Sonnentempel. Hoch oder runter? Quartiere, wahrscheinlich hier runter. Kann nochmal gucken, was oben war. War ich schon mal hier? Hallo? Man erwartet viel von euch. Ja, ich hab's gemerkt. Übrigens sind nicht alle Hüter so Arschlöcher wie sie. Da, hallo, ich guck mich hier um. Magister Ragon. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Hab ich hier eigentlich auch ein Zimmer? Magister Karus, der schläft mit offenen Augen. Lebst du noch? Reed ist auch tot. Er atmet nicht mehr. Okay. Du bist mein Licht. Ich war's nicht. Dein Name ist mein, ich glaube, er ist an Altersschwäche gestorben. Deine Tat will ich ehren. Im Leben und im Tod. So, jetzt gehen wir aber zu Kalia. Nachdem wir unsere Zeit mit der alten Schrulle da oben vergeudet haben. Ist ja nett hier. Ein Bad. Sollte ich meine Klamotten ablegen? Meine Rüstung. Also ich meine meinen Bogen und so ein Kram. Wenn ich den Rucksack gerade mal wegnehme, dann... Ich wollte einfach auch mehr so ein bisschen irgendwie... anständig aussehen. Wo ist denn mein Rucksack eigentlich? Ist der nicht unter Ausrüstung sein? Da. Irgendwie habe ich den gerade nicht gefunden. Habe ich noch... Ich habe mein Kleid nicht mehr dabei. Was habe ich damit angestellt? Ich habe es nicht verkauft. Ich hatte doch mein schönes Kleid noch. Verdammt.
Sie atmet wieder schwer. Oh je. Na gut. Ich bin gespannt, was sie zu uns zu erzählen hat über die Sache mit dieser Verwandlung, die sie da vollzogen hat beim Kampf. Das finden wir aber dann erst in der nächsten Folge raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.